möchte heute darüber reden. Gott hat mir das letztens in das Herz gelegt. Engelbert hat eine Predigt gehalten über die Liebe Gottes, dass sie zur Selbstliebe führen muss. Und so in einem Augenblick spürte ich, es gibt ja überall die 7 Schritte zur Vollkommenheit. Und ich habe gespürt auch, dass es da 7 gute Schritte gibt. Und Gott hat mir diese Schritte auch gezeigt, Stück für Stück, wie die Liebe Gottes in unserem Leben Gestalt annimmt. Durch den Heiligen Geist, durch verschiedene Schritte, die er mit uns geht und die wir durchgehen müssen, dass wir zu dieser vollkommenen Liebe kommen, die jede Furcht und jede Angst wegnimmt in unserem Leben. Es geht nicht nur um Wiederherstellung dieser Liebe und Annahme, es geht auch um das, dass wir Priester werden, dass wir Jünger werden, Priester werden und dass wir bereit sind, schlussendlich am 6. Punkt unser Leben zu geben. Und am 7. Punkt sind wir dann eh schon dort, wo wir hingehören. Wir werden das Stück für Stück durchnehmen. Wir wissen, dass Gott den Menschen mit viel Liebe erschaffen hat. Adam war vollkommen angenommen in der Liebe Gottes im Garten. Eva, die hatten keine Angst. Ich denke, Gott hat mit ihnen geredet. Er war nicht immer da. Er ist immer am Abend gekommen, aber da hat es keinen Mangel gegeben. Das heißt, Gott hat den Menschen geschaffen und gemacht in seiner Liebe. Da war Vertrauen da. Adam hat Gott gekannt. Er hat seine Liebe gekannt. Er hat die Sicherheit gekannt im Garten. Da war keine Furcht und keine Angst. Eine vollkommene Annahme, eine vollkommene Liebe und das hat der Mensch natürlich verloren durch den Sündenfall. Wir wissen, dass die Liebe Gottes weggegangen ist nach dem Sündenfall. Angst und Schrecken kamen über Adam und Eva, weil sie ungehorsam waren, weil sie gesündigt haben. Ihr Herz wurde verfinstert, ihr Gewissen hat Schuldgefühle bekommen, Angst. Sie haben sich versteckt vor Gott, sie wussten, dass sie etwas Schlechtes getan haben. Sie wussten, dass da ein Verbot war und sie das Verbot übergangen haben. Somit kam sofort dieser Schrecken mit, der Sünde kam der Schrecken mit und die Angst und die Furcht und da war keine Liebe und keine Annahme da. Gott hat diese Menschen bekleidet mit Liebe und Annahme, da war nichts mehr da. Es wurde weggenommen, dann wurden sie auch noch zum Garten hinausgetan und dann wurde es noch schlimmer. Wir sehen das bei Kain und Abel dann, da ist sofort Tod und Schrecken in die Menschen gekommen. Die Sünde hat sich immer tiefer eingegraben, bei jeder Menschenlinie. Kain hat getötet und dann ging es weiter, dann hat man für eine Beule getötet. Und es wird immer schlimmer. Auch die Gottessöhne sind aus der ersten Liebe gefallen. Und alle diese Dinge sind passiert mit diesen Generationen danach. Und wo sind wir heute? Heute sind wir beim Humanismus als Liebe angelangt in der Welt. Und das hat aber mit der Liebe Gottes wenig zu tun. Der Humanismus redet von Liebe ohne Gott. Die Moral des Humanismus, die ist sehr, in der Welt sehr bekannt und die Psychologie und die ganzen Wissenschaften streben diese Liebe an, dass man nett ist mit dem anderen, dass man es nicht zulässt, dass man Rache übt und all diese Dinge werden angestrebt, aber ohne Gott. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Also übrig geblieben ist eine seelische Liebe, eine gefallene Liebe, die aufhört und nicht ewig wert. Es schaut zwar gut aus, wenn eine Mama ihr Baby liebt und alles tut fürs Baby und sich aufopfert, auch die Tiere machen das. Das ist in die Tiere hineingelegt. Gottes Liebe sieht man auch an den Tieren. Auch die Väter, wie sie arbeiten gehen, unermüdlich. Das schaut gut aus, aber das hat mit dieser ewigen Agape-Liebe Gottes nichts zu tun. Es ist rein ein Abbild und ist auch noch gut, aber es führt nicht in den Himmel. Hat mit der Erlösung nichts zu tun. Zur Erlösung braucht es ein anderes Opfer. Und der religiöse Mensch ist natürlich dran, diese Dinge zu fördern und diese Dinge zu leben. Und er meint, wenn er das alles lebt, ist er hochstehend und es ist gut so. Und das wird heute angestrebt. Wir sehen auch die Unordnung in der natürlichen Liebe, in der Sexualität. Es ist furchtbar, was da läuft. Die Liebe Gottes
in den Menschen wird ausgenutzt für Unzucht, für Hurerei ohne Ehebund. Sexuelle Freizügigkeit wird ausgelebt und alles unter dem Deckmantel der Liebe. Es hat mit Gottes Wohnung nichts zu tun. Gott hat eine Wohnung für die natürliche Liebe und Gott hat eine Wohnung für die Liebe zu allen Menschen. Er hat uns bestimmte Normen und Grenzen gegeben, wo wir diese Liebe ausüben können. Aber das, auch da sind die Grenzen verrückt und das stimmt überhaupt nicht mehr. Es schaut täuschend echt aus, aber es entstammt dem Baum der Erkenntnis. All diese Wissenschaften, oder diese Religionen wie Buddhismus, die führen ja dazu, dass man immer besser wird und immer mehr aufsteigt zu dieser Liebe. Es schaut gut aus, aber es ist nach außen. Es ist hohl innen, es hat die Grundlage der Wahrheit nicht. Weil die Liebe gehört zusammen mit der Wahrheit, so sagt es die Bibel. Liebe ohne Wahrheit ist keine echte Liebe. Es ist eine heuchelnde Liebe. Wie schon gesagt, sie hört schnell auf, wenn man uns richtet, wenn man uns verletzt. Dann machen wir zu, dann werden wir bitter und dann löst sich die Liebe auf. Eines Tages ist keine Liebe mehr da. Wir sehen das in den Ehen. Die Liebe reicht ein bestimmtes Maß, beim einen länger, beim anderen weniger lang. Je nachdem, was für eine Jugend wir hatten, wie wir erzogen wurden, können wir vergeben oder weniger vergeben, aber es geht aus. Wie eine Sanduhr ausgeht, so geht auch diese Liebe aus. Es mündet in Rache und Trennungen und Spaltungen. Mehr und mehr. Da ist wichtig, dass wir wissen, diese Liebe kann nur funktionieren, wenn wir am Weinstock sind. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. So ist auch diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Und wenn die nicht rinnt, die Liebe, dann hört die Liebe auf. Dann bleibt eine seelische, natürliche Liebe zurück und die ist vergänglich. Wir müssen diese Dinge nicht verachten. Diese irdische Liebe ist auch ein Abbild. Aber es ist keine Vollkommenheit dahinter. Es ist schön, wenn Menschen sich lieben und sich gut verstehen im Natürlichen, ohne dass sie Gott haben. Das ist wunderbar. Aber führt es zu einer Umkehr? Oft ist diese, wenn man diese Dinge hat, wenn man sehr gesund ist und sehr glücklich ist mit sich selbst, sehr angenommen ist, man ist hübsch und man kann die Welt genießen. Zu was führt das? Wenn man diesen Reichtum hat an Liebe und Annahme, dass man den Herrn nicht sucht. Auch beim Gottesdienst, wir sehen das bei Kain und Abel. Kain wollte dem Herrn ein Liebesopfer bringen. Wir kennen dieses Opfer, er hat sich sehr bemüht, er hat dem Herrn Früchte dargebracht. Er wollte den Herrn lieben. Er wollte dem Herrn zeigen, weil er hat von Papa und Mama gehört, dass man Gott lieben soll und sie kamen auf die Idee, dass sie dem Herrn ein Liebesopfer bringen, vor allem Kain. Und er machte das und Gott hat dieses Opfer aber nicht angesehen. Das ist genau das. Wir bringen etwas, was nichts mit dem wahren Opfer zu tun hat, mit dem Liebesopfer Jesu zu tun hat. Der Abel hat das besser verstanden. Der nahm ein lebendiges Tier. Vielleicht war es ein Lamm. Auf jeden Fall hat er das geopfert und er wusste, ich kann dem Herrn keine irdischen Früchte bringen. Ich kann nicht. Ich brauche das Opferlamm Jesu. Es ist ein Abbild für die Erlösung Jesu im Neuen Testament. Und ich denke, dieses Abbild spricht für das Kreuz. Das ist das religiöse Opfer und das andere Opfer. Und die Menschen heute auch, die gehen in die Kirche, sie geben Almosen und sie tun Gutes, sie wollen dienen, wollen dem Herrn gefallen, aber da kommen wir nicht in den Himmel. Das führt nicht an die Himmelstür. Da muss schon Jesus im Spiel sein. Da brauchen wir eine Wiedergeburt und das müssen wir richtig verstehen. Jetzt reden wir kurz von dieser Agape-Liebe Gottes, die kommt, wenn wir wiedergeboren werden und den Heiligen Geist bekommen. Sie ist ewig, weil Glaube, Hoffnung und Liebe steht für Ewigkeit. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, keine Dämonen. Nichts Hohes kann uns trennen von der Liebe Gottes.
weil sie in Verbindung ist mit Gott, weil sie in uns ist, durch die Wiedergeburt in uns gelegt, aber auch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir schauen 1. Korinther 13,4 an, bis 13,8. Die Liebe ist langmütig, freundlich. Langmütig heißt, sie ist geduldig, sie macht nicht einfach schnell zu, sondern sie geht bis in die Länge, bis an den Schluss, bis ans Ende geht sie. Durch und ist einfach ein Überwinder, langmütig. Sie bleibt freundlich, auch wenn Bedrängnis kommt. Wir kennen Menschen, die sind sehr nett, aber wenn sie Kopfweh haben, sind sie grantig. Wer kennt solche Leute? Okay, es gibt andere, die können das besser im Fleisch, aber das nützt ja auch nichts. Aber das ist eine geistige Frucht, die uns Gott geben will mit dieser Liebe, mit dieser Agape-Liebe Gottes. Sie eifert nicht. Also eifert heißt, sie will besser sein wie der andere. Saul zum Beispiel wurde eifersüchtig, er war König, er war der Große, der Chef, der Schöne, und dann kam David daher und hat ihn eifersüchtig gemacht. Er konnte das nicht ertragen, dass noch jemand König wird, außer ihm. Er hat dem anderen nichts gegönnt, er hat geeifert. Und Eifer heißt, wenn man einfach Dinge tut, damit man auffällt oder damit man gut dasteht, man muss einfach etwas tun, damit man gesehen wird. Sie eifert für sich selbst, für den Egoismus. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Wir wissen, dass Ismael mit dem Isaak Mutwillen getrieben hat. Als er entwöhnt wurde, hat sein Fest gegeben. Und der Ismael war schon 13 Jahre alt und er hat Mutwillen getrieben mit seinem Bruder, der verheißene Bruder war. Und dann wurde er hinausgestoßen. Das heißt, der natürliche Mensch treibt Mutwillen. Das heißt, er benimmt sich nicht anständig, vielleicht macht er sich lustig, hänselt jemand. Das kann mehrere Dinge bedeuten. Das heißt, sie sieht, man tut etwas, was nicht gut ist. Die Liebe bläht sich nicht auf, wie ein Frosch. Das heißt, wenn wir so eine Vorarlberg-Heute-Dame sehen und sie hat wie ein Model, steht sie da, die Hose wie im Fasching. Sie muss auffallen. Sie bläht sich auf mit ihrer Schönheit. Sie muss, oder wenn jemand intelligent ist, macht er sich groß mit seinem Wissen. Das sind also Aufblähungen. Schaut aus, wie ein Frosch so ein Maul macht, so ein großes. Die Liebe tut nicht groß, um die Eifersucht zu wecken. Sie prallt auch nicht. Das heißt, wenn man so groß tut, oder wenn man zeigt, wie schön, was für ein schönes Haus man hat, oder wenn man dem Armen zeigt, was für ein tolles Auto man fährt, oder ja, man macht die Menschen eifersüchtig mit diesen Dingen. Das ist auch so etwas. Wenn wir uns groß machen und dem anderen damit zeigen, ich habe mehr wie du. Ich bin reicher wie du. Ich bin schöner wie du. Und alles ist Gnade. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, ungeschickt. Ungeschicktheit im Umgang mit Menschen hat mit Liebe nichts zu tun. Wenn ich so eine Mystic Queen bin und mir immer wieder Unrecht anrichte, Menschen immer wieder verletze, durch meine Ungeschicktheit ist das nicht die Liebe. Sie sucht auch nicht nach ihrem Egoismus. Das heißt, der Egoismus treibt diese Dinge. Denn sie lässt sich nicht erbittern. Der nächste Punkt. Bitterkeit kommt, wenn die Liebe abnimmt und wenn das Wasser umschlägt. Das heißt, es kommt nicht mehr Frisches dazu, dann schlägt das Wasser um, dann wird es faul. So war es am bitteren Wasser im Mara. Die Israeliten mussten heraus aus Ägypten, sie gingen über das Rote Meer, da mussten sie durch die Wüste 3 Tage und die Zunge ist ihnen herausgehangen und es war bitter da. Man konnte das Wasser nicht genießen. Das heißt, wenn wir einen mühsamen Weg hinter uns haben, werden wir bitter. Oder man schlägt uns, wir werden bitter. Oder man verletzt uns. Immer wieder.
Ein natürlicher Mensch lässt sich vielleicht 100 Mal verletzen, vielleicht 500 Mal und dann ist es fertig. Dann hört er auf und trennt sich von dir. Ein geistlicher Mensch macht immer wieder auf, lässt sich immer wieder verletzen. Das wäre die Liebe, die Gott will von uns, die sich einfach nicht erbittern lässt. Oder wenn wir an einen Gemeindebau denken oder wenn wir zu solchen Einheitsveranstaltungen gehen, da musst du wissen, ich darf mich nicht erbittern lassen. Das ist ein No-Go, sonst kannst du gleich aufhören, Gemeindebau. Weil es kommen Dinge, die machen dich bitter. Du wirst verletzt im Umgang mit Menschen. Es läuft nicht so, wie man will. Die Gemeinde wächst nicht, wirst sauer. Das heißt, es braucht tägliche Erneuerung durch Gottes Liebe, dass du nicht aufgibst. Das ist ganz eine herausfordernde Sache. Ich bin ein relativ geduldiger Mensch, aber es hat mir auch schon zugesetzt, Engelbert hat es noch schwerer gehabt mit seinem Charakter. Der hat viele Zerbrüche hinter sich. Und ich denke, das geht jedem so. Vor allem in Europa ist es nicht so einfach. Es gibt Orte, wo es schöner ist, wo es schneller geht, wo Menschen schneller offen sind und wo die Gemeinden schneller wachsen, da wird es leichter. Dann, sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, wenn man dir etwas Böses antut, vergibst du. Und du vergisst es. Und hältst es nicht 20 Jahre in deinem Herzen. Und wenn es brauchst, holst du es heraus, um dem anderen sagen, was er Böses getan hat. Du erinnerst ihn daran. Das ist. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn Streit oder Unrecht geschieht, gibt es keine Freude. Es gibt keine Schadenfreude in der Liebe. Weder gegenüber deinem Feind, und da sind wir alle herausgefordert, weil wenn Menschen uns sehr wehtun, gönnen wir ihnen oft, dass sie auch Schmerzen haben. Mir ist es so gegangen, ich habe Menschen gegönnt, dass es ihnen auch nicht immer gut geht. Ich habe Menschen gegönnt, dass sie auch mal ein bisschen Unglück haben. Nicht große Dinge, aber kleine Dinge habe ich mitgemacht. Und das ist nicht die Liebe Gottes. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Das heißt, ein Schlüssel für die Liebe Gottes, sie hält sich zusammen mit der Wahrheit Gottes. Sie verbindet sich immer mit der Wahrheit Gottes. Und Menschen, die viel lieben außerhalb der Wahrheit Gottes, die schütten ihre Kraft auf die Erde oder auf die Gasse wie eine Hure. So ist das. Wenn du deine ganze Kraft, deine ganze Liebe in deinem Leben, in deinem Beruf setzt, oder in Dinge, die vergänglich sind. Das ist nicht die Liebe zu Gott. Das heißt, du schüttest die Kraft nach außen, weg vom Herrn, in den Abfall hinein. Das vergeht. Wir müssen da schon schauen, dass wir die Liebe Gottes auf die richtige Seite bringen, dass wir sie für die richtigen Dinge einsetzen und die Kraft, die er uns gibt. Sie freut sich an der Wahrheit, nicht an der Lüge. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wir denken an Jesus am Kreuz. Hoffnung, Glaube und er lässt sich alles gefallen, wie ein Schaf, das zum Scherer geht. 1. Korinther 13,8, die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird. Und das Zungenreden aufhören wird, die Gaben Gottes werden aufhören, die Erkenntnis wird aufhören. Aber die Liebe ist ein Element, das bleibt in alle Ewigkeit. So, jetzt kommen wir zu diesen 7 Schritten, wo die Liebe Gottes in uns Gestalt annimmt. Der erste Schritt ist die Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt kommt, ist die erste Eindringtiefe von der Liebe Gottes in unserem Leben. Sie kommt in unseren Geist. Die Natur Gottes und das Wesen der Liebe Gottes kommt mit der Wiedergeburt in unseren Geist herein und übernimmt. Und es entsteht eine Annahme an die Sonne statt, also an Jesus statt. Das heißt, mit der Wiedergeburt kommt schon am ersten Punkt die Liebe Gottes mit. Weil wenn du weißt, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, dann fühlst du dich vom Vater geliebt und von Jesus. Du bist angenommen, du bist erlöst, du bist gerettet, du wirst gerecht gemacht. Alle diese
alle diese Auswüchse von Liebe, das ist alles Liebe für mich. Gerechtigkeit ist Liebe für mich, Annahme ist Liebe für mich. Gott ist Treue, dass ich ewig lebe, dass ich sein Kind bin, das ist Liebe. Wir sind Kinder Gottes, Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und das am ersten Tag. Das heißt, die Verbindung zum Vater ist offen durch Jesus Christus. Die Himmelstüre ist weit offen. Wir sind zurückgekommen ins Vaterhaus. Die Liebe Gottes ist uns gewiss, auch wenn wir das in der Seele noch nicht so fühlen. Aber im Geist sind wir angekommen. Das heißt, das sind die ersten Früchte, die Gott in unserem Leben tut. Das erste Wachstum. Wir reden vom Römer 8,16. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, es kommt ein Zeugnis in uns, das wirkt der Heilige Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn jemand weiß, dass er wiedergeboren ist, das wäre normal. Leute, die nicht wissen, dass sie nicht wiedergeboren sind, das ist nicht normal. Das schaut nicht gut aus, eher nicht gut aus. Normalerweise zeugt der Geist unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir spüren das. Wir spüren die Liebe Gottes oder wir ein Wirken Gottes in unserem Leben, ein inneres Zeugnis. Wir verstehen auf einmal Gottes Wort. Es geschehen Dinge, wir verstehen die Liebe Gottes, die Versöhnung Gottes. Versöhnung ist auch Liebe. Jetzt sehen wir an, wie Jesus zu den Jüngern kommt. Die Jünger haben ja an Jesus geglaubt, 3 Jahre, sind mit ihm herumgezogen, haben Wunder und Zeichen erlebt. Aber die Wiedergeburt war noch nicht da. Wir wissen, dass der Auferstandene in Johannes zu den Jüngern kam, hat er 4 Punkte gezeigt. Er hat sich selbst gezeigt und dann hat er sie angehaucht mit dem Geist Gottes, hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und da ist es hereingekommen in sie. Der Auferstandene erscheint vom Tod ins Leben gekommen. Also er sagt, ich war tot, bin nun lebendig, seht mich an. Das ist das erste Zeugnis. Das zweite ist, der Auferstandene zeugt von seiner Liebe, indem er seine Hände zeigt. Hier, ich bin für euch ans Kreuz gegangen. Ich habe für euch bezahlt. Ich habe meine Liebe gegeben für euch, damit ich euch erlösen kann. Es zeugt auch von der Liebe des Vaters, die Jesus geschenkt hat und losgelassen hat vom Himmel her und gesagt hat, sterbe du für die Menschen. Es ist die größte Liebesgabe Gottes an die Menschen und die größte Liebesgabe von Jesus an die Kinder Gottes, dass er für sie gestorben ist. Und wenn wir das sehen und das Kreuz annehmen, zuerst wir sehen den Auferstandenen, dass er tot war und ins Leben gekommen ist, dann sehen wir die Liebe durch sein Zeugnis mit den Händen, mit den Wundmalen, dann sagt er, habt Frieden. Er sagt, habt keine Angst, ich habe euch schon vergeben. Friede heißt, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Ich bin nicht mehr in Unruhe und habe Angst, was als nächstes passiert, sondern der Friede Gottes übernimmt. Das heißt, Jesus sagt Friede, Friede. Und wenn du Menschen mit Frieden anschaust, mit friedlichen Augen, fühlen sie sich gleich wohl und angenommen. So ist es doch. Menschen spüren, ob du einen Vorwurf im Herzen hast und kommst mit Vorwürfen und sie anstichst mit den Augen oder ob du Friede in deinem Herzen hast und Wohlwollen. Und Jesus ist ihnen mit diesem Frieden und Wohlwollen begegnet und hat zu ihnen gesagt, hab Frieden mit mir, hab Frieden mit meinem Tod. Es ist euch vergeben. Dasselbe hat Josef mit seinen Brüdern gemacht. Die hatten ja auch so Schiss, oder? Und Angst. Also Frieden, Vergebung, er sendet sie, er gibt ihnen neuen Sinn. Er gibt ihnen einen Missionsauftrag. Wir wissen, dieser Auftrag heißt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das heißt, die Jünger bekommen einen Auftrag von Gott. Sie dürfen die Liebe Gottes weitergeben oder nicht weitergeben.
Sie dürfen die Vergebung Gottes weitergeben oder nicht. Steht in Ihrer Macht, ob Sie es tun oder nicht, und Sie haben einen freien Willen. Du hast einen freien Willen, ob du das Leben weitergibst oder nicht. So, der erste Schritt, die Liebe Gottes ist in unserem Geist angekommen. Ab und zu fühlt man das auch schon in der Seele, weil man tiefen Frieden bekommt, weil man auf einmal spürt, dass vergeben ist, weil man auf einmal spürt, dass man glauben kann und Gottes Wort versteht und weil man auf einmal spürt, dass der Heilige Geist schon am Wirken ist. Der zweite Punkt, da geht schon tiefer. Da möchte ich die Bibelstelle im Römer 5,5 ansprechen. Jetzt kommt der Heilige Geist durch die Geisttaufe und die Bibel sagt, dass er in unser Herz kommt, durch den Heiligen Geist. Römer 5,5. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt ist die Liebe nicht nur im Geist drinnen, sondern jetzt kommt die Kraft in die Seele. Und viele Menschen spüren das, indem sie die Liebe Gottes erleben, indem sie die Kraft Gottes erleben, indem sie Heilung empfangen. In der Seele auf einmal weicht die Angst aus ihrem Leben. Auf einmal merken sie, dass sie keine Waisen mehr sind, sondern Angenommene in dem Geliebten. Du merkst auf einmal, dass du ein vollmächtiges Kind Gottes bist, weil die Kraft des Vaters, die Liebe des Vaters kommt damit. Ich denke, beim ersten Punkt kommt die Liebe Christi ganz stark in uns hinein, in den Geist. Und ich denke, beim zweiten Punkt ist der Heilige Geist ist die Kraft des Vaters. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, ich sende euch den Heiligen Geist vom Vater. Und ich denke, da ist ganz stark der Aspekt der Vaterliebe drinnen. Und dieser kommt in die Schichten des Herzens. Und das ist auch der Unterschied, ob ich ein Jünger werde oder nicht. Ob ich in Sprachen singen kann oder nicht, ob ich viel Frucht bringe oder nicht. Weil wenn dieser Geist nur erweckt ist und du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, aber du bist untätig, dann bringst du dem Herrn nicht viel Frucht und es bringt in deinem Herzen nicht so viel Frucht. Es ist gut, Wiedergeburt ist gut, aber es fehlt die Kraft des Heiligen Geistes. Da müssen wir den Herrn suchen. Die Jünger haben 10 Tage den Herrn gesucht. Gefastet, gebetet und dann ist der Geist zu Pfingsten gekommen. Und dann ging's los mit ihnen. Auf einmal wurde aus dem Petrus kein Versager mehr, kein Verleumder mehr, der Jesus verleugnet 3-mal. Auf einmal hatte er die Kraft, ein Fels zu sein, für den Herrn zu sterben. Er hatte eine Power in sich, um dem Herrn zu dienen. Er wollte immer der Beste sein. Er war noch stolz, aber er hatte diese Kraft. Er hat prophetisch geredet, hat Jesus erkannt und gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und alle diese Dinge, was er geredet hat. Am dritten Punkt ist es auch wie im Paradies. Im Paradies war das so, da war Wasser und war Erde. Was ist passiert? Gott hat gemacht, dass das Wasser zurückgeht, damit die Erde fruchtbar wird und dass er den Samen ausstreuen kann. Genauso ist es auch bei uns am dritten Punkt. Wenn der Heilige Geist gefallen ist, am ersten Punkt weicht Licht von der Finsternis. Das heißt, wenn Gott in unser Leben kommt, dann wird der Weise hinausgetan, dann wird die Angst hinausgetan, dann wird die Lieblosigkeit hinausgetan, weil ich bin auf einmal ein Kind Gottes. Die Vaterlosigkeit geht weg. Beim zweiten Punkt ist es wieder mächtig. In uns entsteht ein Himmel und eine Erde. Es ist wie im Paradies. Ich vergleiche das oft mit diesen Schritten, weil das habe ich verstanden und auf dem kann ich solche Dinge aufbauen. Am zweiten Tag ist es so gewesen, dass Gott das Firmament ausgebaut hat. Das heißt, zuerst war nur die Erde da, der irdische Mensch, sage ich jetzt einmal, in uns, für uns gedacht. Und dann hat Gott einen Himmel dazu getan. Er hat die Erde ausgespannt und hat einen Himmel gemacht. Und so ist es auch in uns. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann haben wir so einen Himmel in uns. Dann kommen diese Leuchten und diese Gaben mit. Und die scheinen herab und die herrschen in unserem Herzen. Unser Herz ist dann die Erde mit unserem Gewissen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Sinnen. Das ist das Untere und das andere ist das Obere. Das über uns wacht, ist wie ein Kopf über uns, wie eine Decke über uns. Und das wird ausgespannt in unserem Herzen. Wir können uns das gut so vorstellen mit diesen Bildern vom Garten Eden. So, das passiert auch in uns.
eine Unterscheidung zwischen Seele und Geist passiert. Das Wort Gottes trennt auch Mark und Bein, sagt die Bibel. Das heißt, es geschieht etwas, das in uns ein geistiger Mensch angelegt ist und ein irdischer Mensch angelegt ist. Und von nun an haben wir beides. Das heißt, wir können ein- und ausgehen und Weide finden, sagt Jesus, oder? Wir können vom natürlichen Menschen in die geistige Weide hinüber, wir können beten, dann können wir wieder arbeiten gehen. Uns ist beide Gärten stehen uns zu. Also im dritten Punkt ist es so, dass wir gesagt haben, dass Gott Erde bereitet in unserem Herzen. Das heißt, die Bibel sagt, dass er durch Gottes Wort unser Herz weich macht, fruchtbar macht. Beim Töpfer und Ton wissen wir, dass der Herr am Teig herumknetet, bis er weich wird. Das heißt, dass man ein Ackerfeld bebauen kann, muss zuerst ein Bagger kommen, das umgraben. Dann muss es grob umgegraben werden, dann wird es nochmal geeckt. Und dann wird es zerkleinert, dann kommen die Steine raus. Da ist eine Arbeit und dann sät man aus oder man setzt aus im Frühling. Und so genauso ist es bei uns am dritten Tag. Das heißt, die ersten drei Tage entsprechen eigentlich einfach der Wiederherstellung des natürlichen Menschen. Das heißt, der erste Tag ist die Wiedergeburt, der zweite Tag ist die Geisttaufe und der dritte Tag, da beginnt Gott am Herzen zu arbeiten. Im dritten Punkt. Jesus fängt zum Beispiel im Neuen Testament gleich mit der Bergpredigt an. Was sagt er den Leuten? Ganz viele natürliche Dinge. Sie sollen Almosen geben, sie sollen vergeben, sie sollen nicht töten. So einfach so Dinge, die sie im natürlichen, praktischen umsetzen können. Gebt Almosen, gebt den Zehnten, tut das, aber das lernt nicht weg, Barmherzigkeit. Das sind eigentlich Dinge, die wir für unser natürliches Leben gebrauchen können. Und auch schon Frucht bringen können. Dann lassen wir uns taufen, das ist der erste Schritt am dritten Punkt. Wir leben, diese Gottesworte bringen wir in die Familie herein oder in den Beruf, besonders im natürlichen Bereich. Johannes 14,23. Da möchte ich ein Wort von der Bibel hineinnehmen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, wenn Gott durch sein Wort kommt, dann wird unser Ackerfeld ausgefüllt oder unsere Wohnung, du kannst auch sagen, unsere Wohnung wird ausgefüllt in unserem Herzen. Das heißt, unser Herz ist wie ein Ackerfeld und Gott bringt neue Pflanzen, Bäume da herein. Er macht das voll und schön. Das, was uns fehlt, gibt er uns. Oder neue Dinge gibt er uns. Dinge, die wir nie hatten. Er gibt uns Talente und Pfunde. Im dritten Punkt gibt er uns die Talente und wir setzen diese Talente im natürlichen Bereich ein. Die Pfunde zuerst und dann die Talente. Die kommen dann wahrscheinlich erst am vierten Punkt dazu. Das heißt, die natürlichen Gaben, Gott sagt, lieb, vergib, diene, tue Gutes. Und das machen wir dann und wenn wir da treu sind im Irdischen, dann werden die Talente am vierten Punkt kommen. Das heißt, wir werden dann für die Gemeinde Dinge tun. Nicht nur zu Hause, nicht nur im Beruf, gegenüber dem Nächsten, auf der Straße, ein bisschen evangelisieren und all diese Dinge treu tun. Wenn Gott sieht, dass wir treu sind mit der Familie, wenn Gott sieht, dass wir treu sind im Umgang mit dem Mammon, wenn Gott sieht, dass wir treu sind im Umgang im Beruf, mit den Steuern und all diese Dinge, dann wird er uns mehr geben. Dann wird er uns Talente geben, die viel mehr wert sind wie Pfunde. Wir wissen, dass Adam am vierten Tag, und das ist jetzt schon der vierte Punkt, den ich aufzeigen müsste, musste lernen, den Garten bebauen und bewahren. Er wurde am dritten Tag hinübergenommen in den Garten in Eden. Das heißt, es war Gottes Ackerfeld. Der Garten in Eden ist für mich schon die Gemeinde. Und Gott hat ihm gesagt, jetzt bebau und bewahr. Das heißt, säen, aussetzen, aber auch bewahren. Und da war ja auch ein Baum drinnen, der Erkenntnis, der kommt am vierten Tag schon vor, von Gut und Böse. Und das Bewahren heißt auch, von diesem Baum nichts essen.
Und wenn wir der Gemeinde Gottes dienen, müssen wir diese zwei Dinge berücksichtigen. Gott gibt uns ein Ackerfeld oder eine Gemeinde und wir dürfen da helfen, bebauen, bewahren vor dem Feind, weil beides in der Luft ist, das Gute und das Böse ist schon da. Da kommen schon die ersten Gehorsamsschritte. Gott sagt, rühr diesen Baum nicht an, arbeite nicht mit diesem Baum, er ist giftig, tut dir nicht gut, lass das aus dem Spiel. Diene mir, bebaue und bewahre. Und da geht es vor allem um Menschen, die dem Herrn gehören, denke ich. Für das Gottes Ackerfeld, das ist der erste Beginn zur Jüngerschaft, würde ich sagen. Wir machen jetzt eine Jüngerschaftsschulung mit Thomas. Ich glaube, das ist dieser vierte Schritt, wo wir sagen, ich möchte jetzt dem Herrn mehr Frucht bringen in der Gemeinde. Ich möchte auch Johannes 15, 9 und 10 noch vorlesen. Johannes 15, 8, 9 und 10, Entschuldigung. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Also wieder Bewahrung, bleibt darin in dem Rahmen. Baum der Erkenntnis, nein, bleibt in diesem Rahmen, in diesem Gesunden. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Da kommt wieder dieser Weinstock, kommt uns in den Sinn, dass wir an seinem Weinstock bleiben und viel Frucht bringen. Wenn wir uns aber vom Weinstock trennen, ist es fertig. Das funktioniert nicht mehr. Jüngerschaft nimmt zu an diesem vierten Punkt, aber ein richtiger Überwinder werden wir dann erst am fünften Punkt. Am fünften Punkt, wir wussten, dass Adam musste den Tieren Namen geben. Das ist ein gewisses Herrschen. Das heißt, Gott hat den Menschen hineingenommen, dass er seine kreativen Namen mit hineinbringt. Er sagte, gib den Tieren die Namen, die du möchtest. Das heißt, Adam durfte irgendeinen Namen erfinden und dem Tier einen Namen geben, so wie er sich gefühlt hat dabei. Das heißt, du darfst deiner Tochter Lea sagen oder du darfst deiner Tochter Rahel sagen oder was du willst. Das hat Gott in den Menschen hineingelegt, dass er kreative Worte hervorbringt und den Tieren Namen gibt. In diesem Fall waren es Tiere. Wir kennen auch zum Beispiel Petrus. Petrus hat gelernt bei den Juden, dass die Heiden unrein sind, oder? Petrus war voll von diesem Wissen, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind unrein, die taste ich nicht an. Mag ich nicht. So haben die Juden gedacht über die Heiden. Dann hat er dieses Tuch gesehen, diese Erscheinung mit dem Tuch, da kamen diese unreinen Viecher daher, vielleicht Schnecken oder Wirbeltiere, auf jeden Fall waren es unreine Tiere. Es hat ja bei den Israeliten reine und unreine Tiere gegeben, aber es waren unreine Tiere. Ich denke, es waren Erdtiere, vielleicht Würmer, Geschmeiß. Und Petrus hat gesagt, nein, das rühre ich nicht an. Das ist mir zu dreckig, zu unrein. Und dann kommt das wieder daher und sagt, schau das an. Und dreimal kommt das. Und das dritte Mal sagt der Herr, nenne das nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Das heißt, er hat die Heiden für rein erklärt und Petrus musste lernen, dass er die Heiden nicht ablehnt und ihnen einen neuen Namen gibt, sondern rein. Sie sollen rein heißen. Gott ist für sie, hat für sie Jesus gegeben, hat sie miterlöst am Kreuz. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und dasselbe müssen wir anwenden für die Heiden. Es gibt viele Christen, die denken, die Heiden, die rühre ich nicht an, die sind unrein. Es gibt viele solche Gemeinden, die das so lehren, Mennoniten, und die gehen alle in diese Richtung, weg von der Welt, weg vom Fernsehen, alles weg, alles muss sauber sein, man muss sich selber bewahren, kein Licht mehr. Und sie gehen zurück ins 5. Jahrhundert, so leben sie, und im Wald und denken, das ist Reinheit, aber Gott will das nicht. Gott nimmt uns nicht aus der Welt heraus. Er lässt uns in die Welt drinnen und er will uns heiligen durch die Wahrheit, sagt, oder? Preis dem Herrn. Dies ist der Abschnitt unseres geistlichen Lebens,
wo wir überwinden werden, vor allem in Bezug auf die Liebe. Das heißt, Petrus konnte die Heiden gar nicht lieben. Weil kurz darauf musste er in ein Haus kommen, und da waren Heiden. Denen sollte er dienen, er konnte das doch gar nicht. Er brauchte diese Erscheinung und diese Korrektur Gottes, dass er den Heiden einen anderen Namen gibt, ein anderes Denken über sie hat. Die Bibel sagt doch, wir haben unsere Herzen zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Was ist ungeheuchelte Bruderliebe? Geheuchelte Bruderliebe ist ganz klar dort, wo wir unser Herz nicht stimmt. Kain hatte geheuchelte Bruderliebe. Er hat mit seinem Bruder zusammen ein Opfer gemacht und in seinem Herzen war er voll Zorn, voll Neid, voll Bitterkeit und hat in seinem Herzen schon den Tod gehabt. Er wollte ihn schon töten, bevor er ihn getötet hat. Es war schon da, es war schon an seiner Türe, der Dämon war schon da, die Sünde war schon da und sein Herz hatte Verlangen nach dieser Sünde. Das heißt, wenn ich einen Bruder richte, habe ich davor schon in meinem Herzen einen ganz schlimmen Zustand. Unser Herz muss stimmen. Ich denke, es ist wie eine Kerze, die immer wieder Asche bringt. Und das heißt, durch unser Leben, durch unseren Umgang mit Menschen entsteht immer wieder Asche, verbrannte Asche. Das heißt, Dinge gehen nicht so gut, wie sie sollten, laufen nicht so gut. Wir reden etwas Blödes, verletzen. Und da passiert, dass die Asche auf den Boden fällt. Und der Herr will, dass wir diese Kerze nicht nur im Heiligtum jeden Tag richten am Abend und putzen und die Asche aufnehmen mit goldenen Zangen, sondern er will, dass wir das auch in unserem Herzen so machen. Er will, dass wir am Abend hingehen und allen Menschen vergeben. Einfach so aus Prinzip, tagtäglich, vor wir schlafen gehen, dem Feind vergeben oder den Menschen, die uns verletzt haben, vergeben. Das denke ich, dass das die Pflege der Kerze sein muss in unserem Herzen. Dass unser Herz wieder leuchten kann. Oder dass wir Ruhe in der Nacht haben. Und keine Dämonen kommen, was auch möglich ist, oder? Wenn man immer unvergeben ist. Wir lesen 1. Johannes 2,14. Das passt da gut hinein, die Bibelstelle. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Also wir haben den Vaterliebe kennengelernt, wir sind wiedergeboren. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist, den Schöpfer. Jetzt kommt, ich habe zu euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist der fünfte Punkt, dass ich eigentlich dem Feind sage, Schluss, Time out. Du kannst mich nicht mehr versuchen. Jesus sagt, der Feind kommt, aber er hat keinen Anteil mehr an mir. Ich denke auch schon in der Wüste hatte er keinen Anteil bei ihm. Jesus sagt, er hat keinen Teil mehr, er findet kein Futter. Das ist der fünfte Punkt. Im Gemeindeleben möchte ich, in Bezug auf die Christen, möchte ich die Bibelstelle Römer 12, 9 bis 12, 18 lesen. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Also wieder ungeheuchelt, nicht falsch tun. Innen drinnen ein Grab, außen. Oder? Das haben wir alle gemacht im alten Leben, denke ich. Gute Miene zu bösem Spiel, dass der andere ja nicht merkt, dass ich verletzt bin. Zumindest ich war so, ich habe ganz cool getan, wenn der Feind mir gegenüberstand. Da war ich noch stärker wie sonst, emotional nach innen gezogen. Ja, kein Gefühl, sondern einfach dem anderen zeigen, du kannst mich nicht verletzen. So war ich. Das war eine Wand in mir, das konnte ich sehr gut. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Das heißt, das Böse ist einfach alles, was Gott nicht will. Das heißt, die Liebe hasst das Böse. Wenn ich alle Menschen liebe, die böse sind, die Böses tun und mich an ihnen freue und sie so besonders liebe und ihnen das ganze Wohlergehen gebe, das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen die Menschen, Gott hasst bestimmte Menschen und hasst ihre Werke. Er hasst die Menschen, aber er liebt die Menschen, aber er hasst ihre Werke. Und wenn wir die Werke des Bösen lieben, dann sind wir auf der falschen Seite.
Das heißt, wir dürfen uns nicht freuen mit den ungerechten Werken der Finsternis. Wir müssen sie hassen. Und da ist der Prophet ganz stark, er zeigt diese Dinge auf, er spricht sie an, was falsch läuft in der Gemeinde, er bringt Lehre hinein, worfelt natürlich auf und schaukelt, aber es bringt etwas, es geht was weiter. Dann die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Das heißt nicht nur diese Umarmung, diese Kühle, sondern es hat das Herz auch stimmen. Das heißt, wenn ich innen drinnen spüre, oh, der wieder, dem wird ich lieber nicht begegnen. Und aber den, ja genau, wir müssen dahin kommen, dass das Inwendige dem Auswendigen entspricht. Lieber weniger Freude auf dem Gesicht, lieber weniger Liebe auf dem Gesicht, aber wahrhaftig, es muss stimmen. Dann wissen wir wenigstens, dass wir noch wachsen müssen, oder? Herzlich, dorthin müssen wir kommen, dass wir herzlich sind zu allen Brüdern, besonders zu den Brüdern. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Da steht Ehre und Wertschätzung. Dass man dem anderen Ehre und Wertschätzung entgegenbringt für das, was er ist als Mensch, für das, was er tut als Christ, in seinem Dienst, auch als Kind Gottes. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Also geduldig in Trübsal, das gehört auch zur Liebe dazu, dass ich mich nicht erbittern lasse. Und beharrlich im Gebet bleiben hat auch mit Liebe zu tun. Das ist, ich lasse mich von der Liebe Gottes nicht trennen. Leute, die aufhören beten, sagen, das bringt eh nichts. Mag mir eh nicht. Oder? So, darum hört man auf beten, weil man denkt, es bringt eh nichts. Man gibt auf. Auch Langmut gehört dazu. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Die Bibel sagt, wenn jemand etwas nötig hat, einen Hunger oder Durst, und du sagst, der Herr segne dich, gang wieder, morgen komm morgen wieder, das bleibt die Liebe Gottes nicht in uns. Sie ist zwar im Geist angesiedelt, aber der Seele, da verschwindet sie. Gott möchte, dass wir die Nöte der Heiligen sehen, erkennen und etwas dagegen tun. Übt Gastfreundschaft, das erzeugt Liebe. Segnet, die euch verfolgen, Vergebung, gleich Vergebung, segnet und flucht nicht. Zur Liebe gehört, dass ich, wenn mich jemand verletzt hat oder mich verfolgt, nicht hinterm Rücken, wenn ich zu Hause bin und sage, der Trottel, endlich bin ich los. Oder? Das geht so schnell, dass man nach Hause geht und flucht, irgendetwas Blödes sagt über den anderen, weil man endlich los ist oder weil er einem extrem aufregt. Das geht doch so schnell, man wacht nicht und spürt es nicht, das ist seelisch, man fällt in die Seele runter und ins Herz und dann tut man diese Dinge und redet diese Dinge. Und das, der Herr sagt, segnet, die euch verfolgen und nicht nur vorne segnen, der Herr segne dich, sondern auch wenn wir nach Hause gehen und niemand es sieht, dann will der Herr, dass wir nicht blöd reden über die Feinde, über die Verfolger. Und da müssen wir alle noch besser werden. Ich denke, da müssen wir im Zorn, wenn wir nach Hause kommen, schnauben wir durch und lassen etwas raus, das nicht gut ist. Der hat mich wieder aufgeregt. Und alle diese Dinge. Freut euch mit dem Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Das heißt, Liebe ist auch, wenn ich mich freue, wenn eine Schwester einen Segen bekommt. Und wenn ich weine mit denen, die gerade traurig sind, wir weinen mit Mario und trauern mit Mario, das ist auch Liebe. Dass ich nicht nur an mich denke, sondern dass ich immer wieder Momente habe, wo ich sage, wie geht's ihm jetzt? Und das fühle und mitfühle, als ob er neben mir wäre. Seid eines Sinnes untereinander, das gehört dazu, das heißt,
die Einheit, echte Einheit, kann nur geschehen, wenn wir eines Sinnes sind, eines Herzens, wisst ihr? Das kann nur eine Gemeinde erreichen. So im Umgang mit anderen Gemeinden kannst du das nicht voll leben. Du kannst nur so viel Einheit mit den anderen haben, wie du ein Sinn bist mit ihnen. Wenn sie verschiedene Visionen haben, du kannst nicht mitgehen, an diesem Punkt kannst du keine Einheit mit dem anderen haben. Du kannst nicht zusammen bauen. Du kannst der Friede halten, sie Kinder Gottes sind und sie ehren, das ist alles gut. Aber so mit der Vision muss es auch stimmen, mit dem Sinn muss es stimmen, auch mit der Wahrheit muss es stimmen. Das heißt, überall dort, wo ich andere Lehre höre, zum Beispiel Frauendienst und so, und ich weiß, dass eine Frau ein Haupt über sich haben soll, und dann, dass eine Frau nicht Apostel und Prophet und diesen fünffältigen Dienst, diese Fundamentsteine Gottes erleben soll, sondern dass sie ein Haupt über sich braucht und dass sie wohl dienen kann und auch vielleicht Gottes Wort verkündigen kann, aber nicht in der Art, wie es ein Mann tun darf. Das heißt, sie muss einfach wissen, ich helfe meinem Mann, auch im Wort austeilen, aber dann ist es auch schon fertig. Und dann kommt man hintereinander mit Leuten. Und das ist schwierig, weil du kannst wohl dann Liebe und Friede halten untereinander und mit ihm Kaffee trinken, aber wenn es dann um das Thema geht, dann clasht es dann einfach. Weil du musst ja zur Wahrheit stehen, die Gott dir gezeigt hat. Und das ist nicht immer so einfach, die Liebe und die Wahrheit leben. In einer Weisheit, dass es nicht immer clasht, sondern ich kann das zwei, dreimal probieren und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich sagen, dann müssen wir halt auf bisschen auf Abstand gehen. Zumindest kann man mit dem nicht zusammen den Tempel bauen. Man kann ein bisschen beten mit ihnen, man kann ein bisschen Lobpreis machen mit ihnen, man kann Kaffee trinken, man kann Gemeinschaft haben, aber dann hört es oft auf. Da gibt es Grenzen. Das heißt, echte Liebe und echte Einheit hat dieselbe Vision. Das heißt, ich liebe Gemeindebau, ihr liebt Gemeindebau, ihr wollt helfen, hier Gemeinde zu bauen, dass Gemeinde wächst. Ist da euer Verlangen, ihr trägt dieselbe Vision in eurem Herzen. Auch vom Wort her, wir sind eins im Wort, in der Lehre. Das war in Jerusalem so. Und dann haben wir Einheit im Geist und dann geschieht Erweckung. Also es braucht diese Dinge, um dass Erweckung kommen kann. In Jerusalem waren sie ein Herz und eine Seele. Das heißt, sie hatten dieselbe Vision, sie hatten dieselbe Offenbarung und sie haben auch mit dem Herzen und mit dem Sinn waren sie. Sie haben dasselbe geredet, so weit ging das. Ist auch in einer Ehe so. Man denkt immer ziemlich sicher, wenn man länger verheiratet ist, bei uns ist es so, dass wir über Dinge gleich denken. Aus demselben Blickwinkel sehen. Man wird immer ähnlicher. Ich denke, das ist auch in einer Gemeinde so. Die Gemeinde wird natürlich geprägt durch Lehre, durch verschiedene Lehrer, durch verschiedene Propheten, durch verschiedene Apostel vielleicht, Leute, die hereinkommen, aber es gibt dann, ergibt dann einfach ein Bild, das dann da ist und das wird von den Neuen einfach übernommen. Eine Offenbarung ist da und es ist wie ein Haufen Brot und von dem kann man essen. Das ist die Identität der Gemeinde. Wir müssen auch diese Vision suchen, um diese Vision für die Liebe Gottes, für die Menschen, für den Nächsten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich Beziehung habe und dem anderen geht schlecht und ich tue nur streicheln und sage, mein du Armer, mein bist du arm, mein Gott bist du arm. Das nützt ihm nichts auf die Dauer. Das kann einmal im Moment schön sein und gut und angenehm sein, aber Gott will, dass ich suche. Für ihn suchen gehe, weil er kann es im Moment nicht, er hat Schmerzen vielleicht hat er gerade eine Operation, er hat Angst, Unruhe und da kann man nicht so den Herrn suchen. Da hat man Not, ist in einer Verzweiflung drinnen, man steht unter Druck und das funktioniert, dieses Suchen nicht so. Da braucht es andere, die den Herrn suchen und prophetische Worte bringen, auferbauende Worte bringen, Glauben haben in ihrem Herzen. Schau, ich sag's euch, wo Engelbert da unten gelegen ist, in der Falduna. Das war schlimmer wie oben im Bludenz, da habe ich ihn nicht gesehen, weil da war ich in einem Zimmer und durfte ihn nur einmal besuchen, zweite Woche. Aber wo ich ihn dann jeden Tag so leiden sah, wie er dann geredet hat, er war voll Unglauben, er ist gerade erst aufgewacht, dann sagt er mir, ja, ich will nicht mehr leben, dann sagt er, ich bin ein Krüppel,
so kann ich nicht leben, das halte ich nicht aus. Und das hat mich so runtergezogen, das hat so weh getan. Und dann bin ich da hereingekommen, die haben 3 Monate gebetet für den Engelbert. Jeden Abend waren sie da. Und ich bin da hereingekommen, die haben mir die Hände aufgelegt, die haben mich getröstet. Ich habe die Liebe Gottes erlebt, jeden Abend, die haben mich reingewaschen. Gott hat mich reingewaschen durch das Blut Jesu, durch die Liebe der Brüder. Das hat mich so getragen. Ich spürte, wenn ich hereinkam, den Glauben, den sie haben. Das hat mich regelrecht angesteckt. Wie mich das Engelbert angesteckt hat nach unten, so haben mich angesteckt nach oben. Das ist so. Und die Menschen, die so bedrängt sind, brauchen das. Und Christella spürt, dass ich Glauben für sie habe. Die riecht das, das kann man riechen. Da muss ich auch nicht spielen und reden, sondern sie weiß, dass sie schaut mich an und weiß, dass ich Glauben für sie habe. Ich weiß, dass sie gesund ist. Weil Gott diese Dinge in uns platziert, das ist Liebe, das ist gelebte Liebe und Glauben und Wahrheit. Und dann kommt's. Seid eines Sinnes untereinander, also dasselbe Sinn, trachtet nicht nach hohen Dingen. Das heißt, wenn man herausragen will wie ein Turm, das tut der Liebe in der Gemeinde nicht gut. Sondern strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Wenn 10 Brüder in der Gemeinde kein Geld haben und ich habe einen Porsche, ich habe 5 Häuser, ich gehe jedes Jahr 2-mal in Urlaub, glaubt ihr, dass das gut ist? Glaubt, dass die Liebe Gottes in dir bleiben kann, wenn du so lebst und du hast 10 Brüder und Schwestern, die nicht wissen, was sie morgen essen? Das funktioniert nicht. Gott hat uns diese Dinge nicht gegeben für uns, für unseren Bauch, dass wir noch eine Scheune bauen und noch eine Scheune, sondern er will, dass wir diese Dinge aufteilen. Wenn wir zu viel haben, müssen wir teilen. Und wenn jemand in Not ist, braucht er jetzt Hilfe und nicht morgen. Nur so kann die Liebe Gottes in uns bleiben. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist auch gefährlich, wenn man meint, dass man sei gescheiter und klüger wie andere. Sie spüren das, die Leute. Da fühlen sie sich niedergemacht oder fühlen sich schlecht dabei, das geht nicht gut. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem, das ist Rache, ein Rachemodus. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann, auch gegenüber der Welt. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Mit den Brüdern und Schwestern, aber auch mit den Menschen draußen. So viel es an euch liegt. So viel es an ihnen liegt, sind sie selber schuld. Aber probieren muss man's. Wir haben auch die Liebe Gottes in den 5 Diensten drinnen. Im Apostel sind auf 2, 3 Dinge angelegt. Er ist oft Evangelist, er ist oft Hirte, er ist oft Prophet oder er ist Lehrer. Und jedes der Ämter hat eine besondere Liebe. Der Prophet liebt es, wenn die Natur Gottes durchbricht in den Menschen. Das heißt, er bringt die Natur Gottes in den Menschen herein. Er liebt das, er sucht den Herrn, er kennt seine Natur und er will diese Natur sehen in den Kindern Gottes. Das heißt, er spricht den inneren Menschen ganz stark an, dass sie dem Herrn mehr und mehr gleichgestaltet werden. Das ist sein Verlangen. Ihm ist es nicht wurscht, wenn die Gemeinde lau ist. Da hat er eine Liebe zum Herrn und er dreht auch nicht Lüge mit der Wahrheit, sondern er liebt die Wahrheit. Er hat Priorität und das sagt er den Leuten auch hin, ist nicht immer angenehm. Der Evangelist, wissen wir, hat besondere Liebe zu den verlorenen Menschen. Der Ausdruck der Liebe geht besonders in diese Richtung, wo die Menschen verloren sind. Sein Herz brennt für die Verlorenen. Auch für die, er hat auch ganz besondere Liebe und Barmherzigkeit für kranke Menschen, weil er kann Wunder und Zeichen tun. Das hat auch mit Liebe zu tun. Der Hirte liebt seine Schafe über alles. Der lässt sie nicht im Stich. Geht in der Nacht hinaus, schaut, wo die Schafe sind, sucht sie, bewahrt sie vor dem Bösen, betet für sie. Sein Herz schlägt für die Gemeindeschafe. Das sind oft Menschen, die identifizieren sich dauernd mit den anderen. Ich bin so eine Mama gewesen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn es den Kindern schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Wenn der traurig ist in der Gemeinde, dann bin ich auch traurig. Ja, ich spüre das, ist
trifft mich ganz stark. Es gibt Menschen, die haben das nicht so. Die können abheben und sind sich selbst. Und die haben es einfacher da. Aber es gibt, die Hirten haben dieses Herz, sie haben diese Verbindung, diese innere Verbindung mit den Herzen der Menschen. Die spüren das. Engelbert ist zum Beispiel so ein Typ, das spürt man bei ihm ganz stark. Dann haben wir den Lehrer. Er liebt die Wahrheit. Er liebt Gottes Wahrheit und sein Verlangen ist es, dass er die Menschen füttert mit Gottes Wahrheit. Dass er ihnen ein Menü macht. Dass sie satt sind, dass sie sich wohlfühlen. Er führt sie zum Wasserbach und all diesen, zu den Wasserbächen. Er hat Worte Gottes für sie bereitet. Er sucht den Herrn und hört für den etwas, für den etwas. Das ist ein richtiger Hirte. Das ist wie eine prophetische Gabe, die vom Herrn holt und weitergibt. Ist wunderbar. Ich liebe das. Dann gehört Richten in Gerechtigkeit zu dieser Liebe. Den Armen zum Recht helfen, Kranke gesund machen, die Zweifelnden dem Feuer entreißen, das gehört auch dazu. Wenn ich weiß, dass eine Schwester gerade in einer Geisteskrankheit drinnen steckt und Tag und Nacht kämpft mit Angstzuständen und zweifelt natürlich, Angst und Unglaube da ist und voll mit diesen Dingen oder Angstanfälle hat, dann muss ich da stehen und muss für sie beten oder hingehen. Das ist auch, das gehört zur Liebe, dass ich dem anderen helfe, wenn es kaum mehr auszuhalten ist. Glaubensherrschaft ausüben ist Liebe. Gebet ist Liebe. Gottes Wort dem anderen überstülpen ist Liebe. Vergebung aussprechen ist Liebe. Versöhnung ist Liebe. Wir kommen zum sechsten Punkt. Wir wissen, dass der Adam im Garten am sechsten Tag war etwas Besonderes. Er muss in den Schlaf gehen, damit die Braut entsteht. Wir wissen im Neuen Testament, dass Jesus in diesen Schlaf ging, damit eine Braut entsteht. Das heißt, wir müssen in den Tod gegeben werden, damit die Gemeinde Gottes entsteht. Er ist bereit zu sterben. Der sechste Punkt, und das ist einer der höchsten Punkte der Liebe, dass ich bereit bin, für den anderen mein Leben zu lassen. Und Gott redet von einer Geburt, die sehr schmerzt. Die Frauen erleben das bei den Kinderkriegen. Das tut weh, aber es bringt Leben hervor. Auch die Apostel reden von Geburtswehen für die Gemeinde. Das ist Liebe. Dass sie leiden, damit wir das Leben haben und die Fülle. Sie werden tagtäglich in den Tod gegeben, preisgegeben, damit wir diese Liebe haben und diese Fülle. Die Erfüllung der Liebe des Vaters finden wir in Jesus, dass er seinen Sohn gibt. Wie beim Abraham, der bereit war, den Isaak abzuschlachten, so war der Vater im Himmel bereit, seinen Sohn loszulassen, vom Himmel wegzuschicken, auf die Erde zu schicken, dass er ein Mensch wird und dann am Schluss sterben muss. Das ist Liebe. Das tut mehr weh, als wenn man selbst ans Kreuz geht, glaube ich. Ich bin jetzt eine Mama, aber ich denke mir, das ist so. So fühlt man sich, wenn ein Kind etwas hat. Das ist schlimmer, als wenn du es selber durchgehst. Das hat Gott in die Menschen so hineingelegt. Auch diese Liebe finden wir in unserem natürlichen Menschen drinnen, dass wir sogar bereit sind, für einen Freund ins Wasser zu steigen und ihn herauszuziehen, obwohl es uns das Leben vielleicht kostet. Dann sehen wir die Liebe Jesu. Er ist bereit, sich selbst aufzugeben, die Gottessohnschaft aufzugeben, um für die Menschen zu sterben, damit er eine Braut bekommt. Denn auch diese Liebe am sechsten Punkt ist auch die Liebe, dass ich mich selbst sterbe. Das heißt, die Selbstliebe muss aufhören am sechsten Punkt meines geistlichen Lebens. Da wird mein Ich geköpft, meine Krone muss weg. Der Egoismus, die Selbstsucht, die Liebe. Oft sitzt das so tief drinnen. Du merkst das nur, wenn du zum Beispiel Gott sagt, geh du in den Busch, evangelisiere du und du weißt ganz genau, da kommst du vielleicht nie wieder raus. Oder du gehst nach Nordindien und du weißt, dass da dauernd Christen umgebracht werden und aufgehängt werden und erschossen werden. Du gehst an einen Ort und weißt ganz genau, es kann mich das Leben kosten. Das ist so etwas. Und dann spürst du, ob du bereit bist.
Petrus war bis zum Schluss nicht bereit, weil er hatte Angst vor dem Sterben. Er sagte wohl Jesus, ich gehe mit dir in den Tod und so weiter. Und na, ich verlasse dich nie, ich werde da mitgehen, keine Frage, ich bin der Beste von allen, ich werde dich nicht verlassen, ich bin treu, absolut, ich mach das, ich liebe dich so sehr. Und danach hat er das nicht gemacht. Warum? Weil das noch nicht alles so war, wie es sein sollte. Da war immer noch ein Ego in ihm und das ist dann rausgekommen, als diese Versuchung da war, als sie Jesus gegeißelt haben, hat er sich davon gemacht. Das heißt, oft, wenn ganz schwere Dinge kommen, dann spürst du, ob du frei bist von dieser egoistischen, aus diesem egoistischen Menschen, dieser Selbstliebe, die sterben muss, dass dieser sechste Punkt überwunden werden kann. Und ich sage dir, wenn du an diesem sechsten Punkt bist, hast du keine Todesangst mehr. Dann hört sie auf. Es wird keine Versuchung mehr von Angst geben, weil die Liebe wird so stark sein, dass die Angst überwunden ist. Weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus. Wir kommen zum Schluss, am siebten Punkt. Weder hohes noch tiefes, Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das heißt, die Liebe Gottes ist in Ewigkeit, die hört nicht auf. Die geht auch nie mehr weg von uns, weil der Herr in uns ist. Er ist nicht nur auf uns, sondern er ist auch in uns. Er ist nicht nur um uns, auch in uns. Somit gibt es keine Trennung von dieser Liebe. Wenn wir am Weinstock sind, werden wir am Weinstock bleiben, wenn wir unser Herz stimmt, außer wir machen zu gegenüber Gott. Aber das ist wie eine wunderbare Erlösung und da wird die Angst fliehen. Ich denke, dass Gott uns vor dem Tod dorthin bringt, dass wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ich denke, das muss geschehen. Ich hoffe, dass das für mich so passiert, weil ich weiß nicht, wenn ich da so weit bin, ob ich da noch ein bisschen Schiss habe. Die Liebe hört niemals auf. Es ist ein Element mit Hitzebeständigkeit, die in die Ewigkeit hineinreicht. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, Johannes 1, denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sie aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Jetzt kommen wir zur Erfüllung der Liebe Christi durch seine Gemeinde. Am sechsten und am siebten Punkt ist die Priester und die Königsherrschaft. Ich denke, der Priester hat den sechsten Punkt überwunden, der fünfte Punkt hat der Priester überwunden, das heißt, ich bin ein vollmächtiger Jünger. Verlässliche Weisung ist auf meinem Munde und all diese Priestereigenschaften. Und am sechsten Punkt ist dann die Königsherrschaft. Da kommt die Königsherrschaft. Und da gibt uns Gott auch dann Fruchtbarkeit. Das heißt, wir bekommen den Isaak oder wir bekommen Früchte in der Gemeinde. Das heißt, die Erweckung kommt, wenn wir das leben. Das hat auch mit Liebe zu tun, wenn wir Kinder kriegen, geistliche Kinder. In Offenbarung 15 haben wir noch den letzten Punkt. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das heißt, Gott hat, die Liebe zu Gott ist vollkommen geworden und die Liebe zu den Menschen. Sie herrschen für Jesus anstatt Jesu auf Erden, für die Gemeinde. Und tun das Werk, das Jesus getan hat, als er 3 Jahre hier war. Jetzt macht's die Gemeinde. Dann auch die Anbetung im Himmel zeugt von der Liebe Gottes, von diesen Menschen, die da oben sind. Sie beten an das Lamm und den Vater. Offenbarung 5, 13. Und da wird die Liebe der Menschen zu Gott erfüllt. In alle Ewigkeit. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört dich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das heißt, wir sind in der Gegenwart Gottes, wir beten ihn an, wir lieben ihn. Das heißt, dann ist es und bleibt es in alle Ewigkeit so. Und ich denke, es ist nichts mehr da zwischen uns und dem Vater, so ist es. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Auch Elia hat ein Opfer dargebracht mit 1200 Mennsteinen. Das habe ich auch für Engelbert bekommen. Elia machte einen Altar. Die Baalspriester machten auch einen Altar. Es ging darum, dass der Regen wiederkommt und das Feuer fällt. Und die Baalspriester haben auf ihre Art und Weise einen Altar gebaut, einen natürlichen Altar, und nichts ist passiert, weil der Herr ist nicht gekommen. Er hat wie beim Kain gesagt, pfui, schaue ich nicht an. Dann kommt der Elia daher und tut 1200 Mennsteine zusammen nach den Stämmen Israels, baut einen Altar da oben auf dem Berg und gießt Wasser drauf, macht bestimmte Rituale und das Feuer fällt. Und ich denke, dass auch die 12 Fundamentsteine, der 12 Stöne Jakobs, jeder Fundamentstein eine besondere Liebe in sich trägt und birgt. Wir wissen zum Beispiel, dass Ruben, da war es so, dass die Lea, die war ja die abgelehnte Frau, die hatte die ersten 5 Kinder bekommen. Die Lea war die abgelehnte mit den matten Augen, sie war die zweite Rad am Wagen, die Rahel war die geliebte Frau und die Lea war, sie hat es schwer gehabt. Und beim ersten Kind sagt sie, weil die andere, die Rahel hat, wurde von Gott unfruchtbar gemacht, die ersten Jahre, sie bekam kein Kind. Gott hat sie regelrecht zurückgeschnitten. Und die Lea hat jedes Jahr ein Kind bekommen. Es hat jedes Mal mit Liebe und Annahme zu tun. Das erste Mal sagt sie, Gott hat gesehen, dass ich abgelehnt war. Beim nächsten Kind, Simeon, Gott hat gehört, dass ich die Ungeliebte bin. Alle haben Oma geredet, sie ist die Ungeliebte, die Unbegehrte. Gott hat gehört, sagt sie. Beim dritten Kind, jetzt ist mein Herz, drittes ist Levi. Jetzt wird mein Mann mich will ich mich mit meinem Mann verbinden. Das heißt, anhangen. Das heißt, jetzt endlich werde ich von meinem Mann ernst genommen und geliebt. Es geht wieder um Wiederherstellung, weil sie war ja eigentlich eine Waisin, wie die Waisen dieser Welt ohne die Liebe des Vaters. Beim vierten Punkt geht es um Juda. Juda, Gott hat mein Herz gesehen, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich Lobpreis machen. Das heißt, ihr Herz wurde satt, geliebt, so geliebt, sie fühlte sich durch den Juda so geliebt, das vierte Kind, dass ihr Herz und ihr Gewissen gestillt wurde. Von jedem Schmerz. Und dann kommt noch Dan daher. Was hat sie beim Dan gesehen, Engelbert? Gerechtigkeit, ja. Dann kommt die Gerechtigkeit zurück. Das sind alles Dinge, die ihre abgelehnte Seele stillen. Und das ist das erste Werk, das Gott, die ersten 500 Menschen, die Gott in unsere natürlichen Menschen hereinbringen muss. Wir alle sind von der Liebe Gottes getrennt. Wir sind so eine Lea mit matten Augen. Unser Herz ist eifersüchtig. Wir möchten irdische Dinge, Kinder, wir unseren Hunger stillen. Aber der Herr muss uns genau diese 5 Punkte zuerst hineinlegen, dass wir überhaupt fähig werden, dem Herrn Frucht zu bringen. Zuerst heilt er den natürlichen Menschen. Und das sind alles Fundamentsteine der Liebe. Für mich selbst. Und ich denke, die anderen Fundamentsteine gehen dann hinaus, dass ich der Gemeinde diene. Ich denke, das zieht man dann da wieder drinnen. Und die nächsten Fundamentsteine sind bereit zum Sterben. Und so, die 12 Söhne Jakobs sind auch Steine Gottes in uns gesetzt, damit wir den Gott lieben können, uns selber lieben können, die Menschen lieben können. Das wollte ich noch sagen. Das ist ein interessanter Aspekt.